Wie bekommt man einen umgestürzten Reisebus wieder auf die Räder? Vor dieser Frage standen am frühen Mittwochabend die Kameraden der THW-Ortsverbände Weißenfels und Naumburg. Zusammen mit den Spezialisten eines ansässigen Bergungsunternehmens sollte der Bus wieder aufgerichtet oder zumindest einmal so weit angehoben werden, um die darunter eingeklemmte Puppe, ein Opfer der vorausgegangenen Übung, zu bergen. Mit Seilzügen und Hebekissen wurde hier eine zum Glück nicht alltägliche Situation geübt. Und die Kameraden des THW waren sich sicher, zum Schluss hätte der Bus auch wieder gestanden. Doch so weit sollte dann die Übung gar nicht gehen und nach der Bergung des Opfers zeigten die Profis dann, wie sie das mit Hilfe starker Maschinen in wenigen Minuten machen. Doch warum lag denn nun eigentlich der Bus hinter dem Einkaufszentrum Schöne Aussicht in Weißenfels? Er war sozusagen der traurige Hauptdarsteller einer großen Rettungsübung. Also, die Übung ist entstanden aufgrund einer Initiative des Asklepios-Klinikums. Das Klinikum liegt in der Zone 2 der Stadt Leipzig. Das heißt, wenn dort größere Schadenslagen sind, würden auch Patienten zum Klinikum Weißenfels verbracht. Zudem haben wir unsere Autobahnabschnitte A9 und B38. Und da gibt es halt schöne Synergieeffekte, wo einmal das Klinikum üben kann, die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Katastrophenschutzeinheiten. Und dann haben wir das jetzt mal 3 Wochen vor der WM, vor der Europameisterschaft geübt. So ein Busunfall ist ja leider nicht selten. Wir haben ja selbst schon einen am Kreuz-Röppach-Tal gehabt. Sind die Hilfskräfte auf solche Fälle wirklich vorbereitet? Ja, im Groben und Ganzen auf jeden Fall. Wir haben das heute in einem kleineren Rahmen geübt, weil es ist nun mal normale Arbeitszeit. Wir wollten auch versuchen, so wenig wie möglich Realrettungswagen aus dem Regelbetrieb rauszunehmen und das wirklich mit Kräften in der Freizeit zu machen. Wenn das ein Realereignis wäre, dann würden natürlich viel mehr Kräfte, viel mehr Rettungsdienste kommen aus anderen Landkreisen, um uns zu unterstützen. Wo liegt denn die Herausforderung bei so einer Geschichte, wenn es zu so einem Massenanfall kommt? Je nachdem, was ist natürlich erstmal die Vielzahl der Betroffenen mit verschiedenen Verletzungsmustern, die sind betroffen, also sind ja nicht immer alle verletzt. Dann muss ich die erstmal unterbringen, dann haben wir, wenn wir so ein Wetter haben wie heute, dann sind die relativ schnell durchnässt, dann ist denen kalt, dann muss ich die irgendwo unterbringen können. Und natürlich die Schadenslage an sich, also habe ich auf der Autobahn fließenden Verkehr, habe ich ein Brandereignis, je nachdem, was mich da so erwartet. Rund 200 Rettungskräfte, davon 50 Verletztendarsteller der Bundeswehr und der Schule für Pflegekräfte des Asklepios-Klinikums, waren bei regnerischem Wetter an der Übung beteiligt. Neben der Erstversorgung war auch die Notaufnahme und andere Abteilungen des Klinikums in die Übung mit eingebunden. Denn im Gegensatz zu vergleichbaren Übungen wurden hier die Verletzten durch die Rettungswagen auch zur Klinik gebracht. Und dort wurde die Behandlung der zahlreichen Verletzten ebenfalls geübt. Hintergrund des Ganzen ist, dass das Weißenfelser Klinikum in der Zone 2 des Massenanfallplans der Stadt Leipzig liegt. Das bedeutet, dass nach Leipzig Weißenfels eins der nächstgelegenen Krankenhäuser ist. Aus diesem Anlass sollten im Burgenlandkreis die nötigen Abläufe bei einem solchen Massenanfall an Verletzten geübt werden. Bleibt nur zu hoffen, dass es auch in Zukunft nur bei Übungen bleibt und es nicht zum Ernstfall kommt.